Meditieren zur Ruhe kommen. Hilft Meditieren, um zur Ruhe zu kommen? Wie sollte ich meditieren, um zur Ruhe zu kommen? Gibt es spezielle Meditationstechniken, die mir helfen, zur Ruhe zu kommen? Ja, da sind einige Fragen, auf die ich eingehen will. Mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de. Grundsätzlich, Meditieren hilft, zur Ruhe zu kommen. Wir können letztlich sagen, Meditation heißt, zur Ruhe zu kommen. Man kann sagen, Meditation bedeutet, den Geist erst einmal zu erheben, die Gedanken ruhiger werden zu lassen und dann eine Ebene zu erreichen, die jenseits aller Gedanken ist. Yogis sagen, in der Tiefe deines Wesens bist du Ruhe selbst. Gehe in die Tiefe deines Wesens und erfahre dich dort als Ruhe. In diesem Sinn, ja, Meditation heißt, zur Ruhe zu kommen. Und wie machst du das in der Meditation, zur Ruhe zu kommen? Gar nicht so schwer. Meditiere einfach. Man könnte jetzt die Meditationstechniken unterscheiden. Es gibt zum Beispiel die Mantra-Meditation, mit der rufst du praktisch die innere Ruhe an. Wenn du Om wiederholst oder Om Namah Shivaya, dass die Anrufung der Tiefe deines Wesens in der Ruhe ist. Oder du könntest auch sagen, du rufst damit ein Göttliches an, welches letztlich dich in die Ruhe führen wird. Eine zweite Form der Meditation ist die sogenannte Achtsamkeitsmeditation. Dort lernst du alles andere einfach nur zu beobachten. Und du könntest natürlich auch deine Meditation einleiten mit einer kleinen Affirmation. Du könntest, und vielleicht führe ich dich dort kurz mit ein, und du kannst mal schauen, ob diese Meditation dich in die Ruhe führt. Sitze ruhig und gerade für die Meditation, so wie es angenehm ist. Atme ein paar Mal tief mit dem Bauch ein und aus. Konzentriere dich zunächst besonders auf den Bauch, während die Luft ein- und ausströmt. Und dann nimm wahr, was an der Oberfläche deines Geistes ist. Vielleicht merkst du noch etwas innere Unruhe. Dann kannst du innerlich sagen, auf der Oberfläche meines Geistes ist eine gewisse Unruhe und es gibt gute Gründe dafür. Auf der Oberfläche des Geistes sind Sorgen, und es gibt gute Gründe dafür. Und in der Tiefe meines Wesens ist tiefe Ruhe und Stille. Auf der Oberfläche meines Geistes denke ich an vieles. Und auf der Oberfläche meines Fühlens ist diese Unruhe, weil ich nicht weiß, wie ich das alles bewältigen soll. Aber in der Tiefe meines Wesens ist jetzt und in jedem Moment Freude, Stille und alle Kraft. Und egal, was in der Oberfläche des Geistes ist, in der Tiefe meines Wesens bin ich Ruhe und Stille. Und ich weiß, schon bald wird aus der Tiefe meines Wesens Ruhe und Vertrauen, Freude und Mut auch in die Oberfläche meines Geistes gehen. Aus der Tiefe meines Wesens wird Ruhe, Mut und Vertrauens mein ganzes Denken und Fühlen durchdringen. Und jetzt werde ich einfach mit dem Om mich mit Kraft aufladen. Jetzt atme sanft ein und sanft aus. Einatmen Om, ausatmen Om. Einatmen Om, ausatmen Om. Konzentriere dich jetzt auf den Punkt zwischen deinen Augenbrauen bis Mitte der Stirn und fühle eine Minute lang das Om oder stelle diesen Vortrag ab und meditiere länger. Vertiefe wieder den Atem und wiederhole geistig.
Ich bin voller Kraft und Energie. Mir geht es gut. Ich freue mich auf den weiteren Tag. Und inmitten aller Herausforderungen weiß ich, tief in mir selbst ist die Ruhe und die Quelle aller Kraft. Om Shanti.